Absolut, ich bin so kreativ wie die erste Spinne, die ein Netz gewoben hat. Hey, wir haben doch immer davon geträumt, ein Haus zu haben, das aus unserem Arsch kommt. Was? Na? Ja, Arschhaus. Ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten einen Film schreiben, wo was, das nicht gruselig ist, plötzlich gruselig wird. Wie eine böse Puppe. Ja, oder wie ein böses Stück Seife. Ich glaube, das ist keine so gute Zu Idee. spät! Oh ja, das ist gemütlich. Jetzt werde ich meinen Körper mit diesem harmlosen Stück Seife waschen. Hey, Botschafter Mombasa, gefällt Ihnen die neue Seife, die ich Ihnen bei diesem geheimnisvollen Chinesen gekauft habe, dessen Laden am nächsten Tag plötzlich verschwunden war? Botschafter Mombasa? Oh mein Gott, Botschafter Mombasa! Botschafter Mombasa, Vizebotschafter Armstrong, ist alles in Ordnung da im Bad? Und wenn Handys funktionieren würden, wäre jeder Film nur 2 Minuten lang, so wie die große Liebe meines Lebens. Liebster, ich wollte gerade zum Empire State Building laufen, aber ich wurde von einem Auto angefahren. Kein Wunder, dass du dich verspätest. Ich komme runter. Geht es dir gut? Ich bin vielleicht querschnittsgelähmt. Tut mir leid, ich fürchte, sie haben sich verwählt. Du bist echt zum Kotzen. Du bist sogar noch schlimmer als diese Leute, die in der Dusche kacken. Was? Warum zeigt er jetzt mich? Was ist gesagt worden? Egal, was es war, das mache ich nicht. Augenblick mal. Wir sind zu viert und er ist allein. Ja, jetzt ist er dran. Stirb, Hakenhals, du Felle! Oh mein Gott, wir haben einen Unschuldigen umgebracht. Das müssen wir melden. Wir müssen uns der Verantwortung stellen. Niemals. Wenn wir das tun, kommen wir alle in den Knast. Ich bin Polizist. Weißt du, was die mit Polizisten im Knast machen? Hey Mann, als du Bulle warst, durftest du die Sirene benutzen? Ja, das gehört zum Job. Das ist voll cool. Hey, als du Bulle warst, hast du am Tatort auch so ein Geräusch gemacht? Jajang, wie bei Law and Order? Nein, das wäre sehr unprofessionell. Ist klar, ist klar. Oh, hey, sag mir eins, Mann, als du Bulle warst, hast du jemals deine Handschellen für, du weißt schon, Schweinkram mit deiner Freundin verwendet? Nein, die gehören der Stadt, also darf man die nicht mit nach Hause nehmen. Oh, verstehe, verstehe. Ach, und übrigens, ein paar von uns werden dich nachher in der Dusche umbringen. Es fühlt sich so gar nicht wie Mittwoch an. Gut, dass du wach bist. Ich muss mit dir über etwas sprechen. Ich weiß, was du heute Nacht getan hast. Du weißt es? Wie konntest du nur so etwas Widerliches tun? Heute Nacht hast du dein dreckiges Geschirr in der Spüle stehen lassen. Ekelhaft! Ich habe die Hälfte gespült und die andere Hälfte spülst du. Ach, vergiss es, bei dir wird's nicht sauber, ich werde alles spülen. Geh einfach nach nebenan und ruh dich aus, ich ruf dich, wenn das Frühstück fertig ist. Okay. Oh mein Gott, Peter, guck in die Zeitung! Gewaltsamer Tod im Regen! Was? Nein! Hier steht's, diese arme Frau ist gestern im Regen ausgerutscht und hat sich das Genick gebrochen. Muss das echt sein? Ich habe heute Nacht wirklich kein Auge zugetan. Was regst du dich so auf? Du kanntest die Frau nicht mal. Ja, du hast recht, du hast recht. Ihr habt einen Mann umgebracht und vergraben? Ich wusste, du findest das raus. Was meinst du? Ich habe das neue Buch von David Sedaris bekommen. Ihr habt einen Mann umgebracht und vergraben. Okay, ich bin wirklich am Ende und diese Nummer, die wir hier machen, finde ich nicht spaßig. Und das ist ein seltsamer Titel für ein humoristisches Buch. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Geh nach nebenan. Ich gehe nicht nach nebenan. Ich will hierbleiben und ich will sehen, was du sagst, weil du Sachen sagst, von denen ich glaube, du meinst sie völlig anders, als du sie meinst. Du kriegst gleich einen Herzinfarkt. Ich sage gar nichts mehr und lass dich entspannen. Die haben die Leiche eines Kriegshelden unten beim alten Irrenhaus gefunden. Okay, das muss es jetzt aber sein. Ach, tut mir leid, ich habe nur den Text von diesem alten John Mellencamp-Song übersetzt. They went up there to write a movie. Peter Quagmire, Cleveland Joe. Killed the old janitor, war hero. Just why, we'll never know. An den erinnere ich mich nicht. Der wurde nie für eine Autowerbung genommen. In a truck that spilled Dodge Tough. Oh doch, klar, den kenne ich.
Hey, Bri? Ja? Ah, verdammt, ich hab Splitter in den Augen. Oh, du miese Drecksau. Mom sagt, es gibt um 6 Essen. Ich sollte es allen sagen. Ich weiß nicht, wieso. Verdammt, das miese Schwein lässt uns im Stich. Der ist ein mieserer Komplize als Johnny Windspiel. Hey! Psst. Tut mir leid, das sind meine Windspiele. Das war einfacher als ein Spiel Pai-Gau-Poker. Pai-Gau, wieder verloren. Das war ja super. Ich verstehe nicht, warum keiner an diesen Tischen spielt. Nochmal spielen? Nein, bin pleite. Ich warte nur auf meinen Drink. Wer wollte ein großes Glas Zimtschnaps? Ah, kann kein Trinkgeld geben. Ich nehme den mit aufs Zimmer. Ah, falsches Stockwerk. Bald Zeit fürs Mittagessen. Und wie hat's geschmeckt? Fabelhaft. Das Prime Rib bestand nur aus Fett. Soll ich's aufs Zimmer schreiben? Nein, ich musste auschecken, obwohl mein Flug erst um Mitternacht geht. Also, wie schafft es jemand ohne Geld zum Flughafen zu kommen? Hey Kumpel, du blockierst die Steckdose. Tut mir leid, es gab keine Stühle. Hallo Peter, wie war's in Vegas? Doch, das ist spitze.